Ja, in diesen Tagen wird nun der Nobelpreis an den schwedischen Dichter Thomas Tranströmer verliehen. Am 10. Dezember, einen Tag übrigens nach meinem Geburtstag. Und ich betrachte diese Verleihung des Nobelpreises als ein persönliches Geschenk. Es ist für mich deshalb so bedeutsam, weil wir hier seit 40 Jahren die Bücher von Thomas Tranströmer verlegt haben. Winzige Bücher über die Jahre, weil er sehr wenig veröffentlicht hat. Alles zusammen, das gesamte Werk, sind nicht mehr als 500 Seiten. Das heißt, etwa die Jahresproduktion eines fleißigen Romanciers. Diese 500 Seiten sind aber nicht nur nach Ansicht der Schwedischen Akademie, die den Preis verleiht, von so hoher Konzentration und so dicht gefügt, dass sie eben nicht veraltet sind. Und wenn man sich heute dieses Werk anguckt, dann muss man, wie der schwedische Kollege von Thomas Tranströmer, Lars Gustafsson, sagen, dass in diesem ganzen Werk nicht ein einziges faules Ei verborgen ist. Ich habe Thomas Tranströmer vor 40 Jahren kennengelernt in Berlin im literarischen Kolloquium, wo eine Gruppe von Schweden angereist war, um deutsch-schwedische Verhältnisse zu diskutieren. Da las er einige Gedichte vor, unter anderem in der Übersetzung von Nelly Sachs, die ja auch den Nobelpreis erhalten hat, eine deutsche Emigrantin aus Berlin, die in Schweden Zuflucht gefunden hatte und als Dank für diese Rettung angefangen hat, schwedische Gedichte zu übersetzen, die damals bei Luchterhand erschienen sind und an vielen anderen Orten. Und der das Verdienst gebührt, dass sie Thomas Tranströmer in Deutschland zum ersten Mal bekannt gemacht hat. Und kurze Zeit später war ich eingeladen in Rotterdam bei Poetry International, einem wunderbaren Poesiefestival in Holland. Und weil zu viele Leute gekommen waren, frug man mich, ob ich etwas dagegen hätte, mit einem anderen Dichter ein Zimmer zu teilen. Normalerweise ist das ja nicht das Angenehmste an Poesiefestivals, dass man mit anderen Männern in einem Zimmer liegen muss. Aber natürlich habe ich zugesagt, man war jung, man war abenteuerlustig und dachte, vielleicht wird es ja ein interessanter südamerikanischer Poet sein, den man kennenlernt und mit dem man die Nächte durchfeiern kann. Es klopfte an und ein junger, aufrechter, ironisch lächelnder Mann trat herein. Und es war eben wieder Thomas Tranströmer, der auch in Rotterdam auftrat. Und da begann eben eine alte Freundschaft, die bis heute angedauert hat. Thomas Tranströmer, das wird man ja dann bei der Berichterstattung vom Nobelpreis sehen, ist seit 20 Jahren nach einem Schlaganfall gelähmt und sitzt in einem Rollstuhl, kann sich nur sehr schwer bewegen. Was er sehr gut bewegen kann, ist die linke Hand. Und diese linke Hand kann mittlerweile alle Musikstücke, alle Klavierstücke für linke Hand spielen. Nach dem Ersten Weltkrieg, als viele Pianisten verwundet aus dem Krieg zurückkamen, wurden eben sehr viele Stücke für linke Hand aufgenommen. Unter anderem, das kennen wir aus der Erzählung von Thomas Bernhard, Wittgensteins Neffe, von Paul Wittgenstein. Und alle diese Stücke kennt Thomas Tranströmer in- und auswendig. Und während die rechte Hand eben gelähmt ist, kann die linke Hand, ist das Gedächtnis für Musik in der linken Hand so ausgebildet, dass er diese Stücke spielt. Er kann aber kaum sprechen.
Das ist das Phänomen, wenn man ihn dann sitzen sieht und spielen sieht. Aber man weiß natürlich, dass die hohe Musikalität auch für seine Poesie zuständig ist. Kurzum, ich werde mich also wieder einmal in einen Frack werfen, den ich mir hier in München aus einem Kostümverleih ausleihen muss. Der muss dann extra auf meine Figur zugeschnitten werden und werde mich im Stadthaus von Stockholm mit 600 anderen Menschen, alle festlich gekleidet, die meisten interessanterweise mit vielen Orden auf der Brust, ins Stadthaus setzen und zusehen, wie dieser Dichter, den man so lange kennt und der ein so wunderbares, intensives, kleines Werk geschrieben hat, aus der Hand des schwedischen Königs den Nobelpreis erhält. Interessant ist das ja auch deshalb, weil seit sehr, sehr vielen Jahren kein Schwede den Nobelpreis erhalten hat. Alle Schweden leben mehr oder weniger in Stockholm. Das heißt, man sieht sich auf der Straße und beim Bäcker und bei Veranstaltungen. Und wenn dann einer den Nobelpreis erhält und die anderen nicht, kommt natürlich viel Eifersucht und viel Neid heraus. Aber in diesem Fall war die Reaktion in Stockholm, in Schweden, so einhellig groß, dass man nicht mit solchen Reaktionen rechnen muss. Und die zweite triumphale Seite an dieser Entscheidung ist, dass es mal wieder einen Dichter getroffen hat. Ich bin ja nun seit vielen, vielen Jahrzehnten dafür, dass die Dichtung neben der Prosa und dem Essay und dem Sachbuch eine bedeutsame Rolle spielen muss in der Literatur als die konzentrierteste Form von Literatur. Aber nur selten wird eben ein Dichter ausgezeichnet. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, und das ist das schönste Geburtstagsgeschenk, dass ein Dichter aus Schweden ausgezeichnet wird, mit dem ich nun durch Zufall auch viele Jahrzehnte lang befreundet bin. Und die Vorstellung zuzusehen, wie der König sich vor einem Dichter verbeugen muss, ist für mich die allerschönste.